Der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel wurden Videoaufnahmen zugespielt, die eine Falle zeigen. Die Situation spielt 2017, kurz vor den Nationalratswahlen in Österreich. Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus von der FPÖ wurden in diese Villa auf Ibiza gelockt, unter dem Vorwand, dass dort eine angebliche Nichte eines russischen Oligarchen darüber reden will, wie man Geld in Österreich investieren kann, russisches Geld. Relevant ist, dass in diesem Video Aussagen getroffen werden, die nicht nur moralisch und politisch fragwürdig sind, sondern möglicherweise auch strafrechtliche Relevanz haben. Wenn du sowas nur gibst oder sagen willst, gibt es Spenden für die Wahl jetzt, für den Wahlkampf. Es gibt ein paar, und das sehr Vermögende. Die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Das ist jetzt für die Wahl. Ja. Also, jetzt die zahlen nicht an die Partei, sondern an einen gemeinnützigen Verein. Okay, Beispiel. Das musst du erklären, Verein. Hab ich schon vorher gehört. Du musst erklären, dass das nicht rechnungslos. Auffällig ist, dass Strache und Gudenus mit der vermeintlichen Russin darüber reden, wie man denn Spenden an die FPÖ im Endeffekt schleusen könnte, vorbei am Rechnungshof und damit auch vorbei an der Öffentlichkeit. Sie reden nämlich davon, dass sie denn, wenn sie wolle, spenden könnte, aber nicht an die Partei, sondern an einen gemeinnützigen Verein. Es ist im Endeffekt nichts anderes als eine Umgehung des österreichischen Parteiengesetzes und der österreichischen Vorschriften, was Parteispenden angeht. Die Spender, die wir also in der Regel Idealisten, die wollen Wenn das stimmt, dass diese Personen, wie Strache sagt, den 6- bis 7-stelligen Betrag über diesen vermutlich illegalen Weg schon an die Partei spenden, ist es sicherlich was, wo ich sogar vermuten würde, dass sich die Staatsanwaltschaft sehr, sehr genau dafür interessieren wird. In dem Gespräch geht es über Stunden darum, wie diese angebliche Russin sich möglicherweise in die Kronenzeitung einkaufen könnte, also Anteile erwerben könnte. Heinz-Christian Strache spricht hier sehr deutlich davon, was man für einen Vorteil haben könnte. Wie gesagt, wir befinden uns ja kurz vor den Nationalratswahlen in Österreich. Es geht hier ganz klar um ein Interesse daran, die Kontrolle über ein unabhängiges Medium zu gewinnen. Wenn Sie wirklich die Zeitung vorher übernehmen, wenn es wirklich vorher, in dieser Wahlperiode, 2, 3 Wochen vorher, die Chance gibt, über diese Zeitung uns zu pushen, das ist ja auch dann passiert ein Effekt, den die anderen ja nicht. Wenn das Medium in 2, 3 Wochen vor der Wahl plötzlich dieses Geld auf einmal uns pusht, ja, dann hast du recht. Dann machen wir nicht 27, dann machen wir 34. Ja. Das geht dann auch. Wenn Sie, sobald Sie den anderen Zeitung übernimmt, sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden. Dann müssen wir zusammenrufen müssen und sagen, so, da gibt es bei uns in der Krone, zack, 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 diese drei, vier Leute, die müssen ja, pusht diese drei, vier Leute, die müssen ja abserviert werden. Rot, der Grün, der ist kurz so. Und wir holen gleich einmal 5 neue rein, die wir auftauen. Ja. Und das ist was wir hier sehen, ist auch deswegen interessant, weil die FPÖ unter Strache sich immer als die Saubermann-Partei dargestellt hat. Die Korruption, das sind die anderen oder das war die eigene Partei vor langer Zeit unter Haider. Aber das sind nicht wir. Wir sind diejenigen, die sich ans Recht und Gesetz halten. Wenn wir jetzt aber sehen, wie hier geschachert wird, wie Dinge in Aussicht gestellt werden, wie zum Beispiel der Entzug von Staatsaufträgen von einem sehr, sehr einflussreichen österreichischen Unternehmer, da muss man sich dann schon fragen, ob dieses Saubermann-Image in Wahrheit wirklich nur so eine Fassade ist, hinter der es ganz anders aussieht. Ja. Schau, und das sind wir genau. Thema Staatsanwalt, Autobahnen,
Das Erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich dazu sagen kann, ist, da haben wir seine Gewinnaufträge. So, okay. Und da haben wir ein riesen Volumen von interessanten infrastrukturellen Veränderungen, wenn da eine Qualität da ist und ein qualitativer Anbieter da ist, ja, dann ist der Erste, der soll das Entschuldigung, dann sage ich Ihnen, soll sie nämlich eine Firma, die Strafarbeit gründen, weil alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strafarbeit kriegt, sind Ziel. Ja, dann soll man die